BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Roman Bürki nach 0-2-2-2. Glückwunsch. Bochum ist naturgemäß ein bisschen weiter in der Vorbereitung. War das heute ausschlaggebend? Ja, ich denke schon. Also erste Halbzeit haben wir auch mit einer zusammengewürfelten Mannschaft gespielt. Nicht jeder Spieler hat auf seine Position gespielt. Und das hat man doch auch gesehen. Ein bisschen das Tempo hat gefehlt. Man hat auch gemerkt, dass wir ein bisschen müde sind. Aber ja, am Schluss, denke ich, haben wir super aufgeholt. Viele Wechsel auch noch drin gehabt. Und ich würde sagen, ein gerechtes Unentschieden. Ja. Kann man sagen, dass ihr jetzt von Spiel zu Spiel jetzt das System, was Peter Bosch fordert, immer weiter verinnerlicht? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben auch heute wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben breit versucht aufzubauen. Klar, der Gegner hat fast Mann gegen Mann gespielt auf dem ganzen Platz. Dann wird es natürlich schwierig. Und da kommen natürlich dann die Stürmer zum Zug mit den langen Bällen auf die Stürmer und die prallen lassen. Hat man heute ansatzweise gesehen. Aber trotzdem, Bochum hat uns sehr schwierig gemacht, hinten gepflegt aufzubauen. Du hattest heute in der ersten Halbzeit gespielt und vor dir zwei neue Leute, Zagadou und Ömer Toprak. Wie beurteilst du dir jetzt die beiden Neuen nach den ersten zwei, drei Wochen? Ja, auf jeden Fall engagiert. Also man merkt natürlich, dass noch nicht das klare Verständnis ist noch nicht da, das blinde Verständnis, sage ich jetzt mal. Aber das kommt mit der Zeit und wir sind froh, sie zu haben, haben ein gutes Spiel gemacht und jetzt geht es weiter, so zu arbeiten.